Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Ja, wir sprechen natürlich auch nochmal über diese Bilder, die wir da am Sonntag gesehen haben von Quan Chi Zhou. Es hat die Formel 1, kann man schon sagen, auch ein bisschen erschüttert, oder? Dass man solche Szenen sehen musste letztlich, oder? Das bekommst du ja auch nicht alle Tage. Das weiß ich nicht, ob das so ist, ehrlich gesagt. Denn die Formel 1 hat ja auch eine lange Historie mit Unfällen dabei. Und im Endeffekt ist es so, dass es keine 100%ige Sicherheit gibt. Das wissen wir, die gibt es im Straßenverkehr auch nicht. Und wie kann es die dann im Rennsport auf der Rennstrecke geben, wo alle am Limit sind? Und das macht ja auch einen Teil dieses Reizes der Sportart aus. Sonst könnte man, wie ich schon oft gesagt habe, in einem Schaumstoff rundfahren, auf einer überdachten Geraden, immer hin und her und jeden Einzelnen fahren lassen, da passiert gar nichts mehr. Oder man könnte den Boxsport auch ausführen lassen von zwei Menschen in einer Ritterrüstung, da passiert dann vielleicht auch nicht mehr so viel. Aber ob das dann noch so reizvoll ist, weiß man auch nicht. Man versucht halt, das Ganze zu minimieren und ein Maximum an Sicherheit zu bieten. Da tut die Formel 1 einiges für und deswegen gehen diese Unfälle wie von Drew jetzt eben auch glimpflich aus. Nur die 100%ige Garantie wird es einfach nicht geben. Also man kann das man kann keine Garantie geben, es gibt keine Unfälle mehr und es passiert nichts mehr. Es kann auch ganz, ganz blöd sein, es kann auch einmal bei einem Start was passieren oder man weiß, der Teufel, da irgendeine Elektrobatterie fängt Feuer, das Auto fängt an zu brennen, der Helo klemmt, der Fahrer kommt nicht raus, der kriegt einen Krampf und kann nicht rechtzeitig rausgezogen werden, verbrennt sich einen Arm, es kann alles Mögliche passieren. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, mit dem wir können alles kontrollieren, das können wir sowieso nicht. Wir haben ja auch, Kai, in den letzten Wochen immer mal wieder auch so einen kleinen Rückblick gewagt. Die letzten 20 Jahre Formel 1 haben wir ja auch schon bei uns in der Sendung mal durchgekaut. Da gab es doch auch mal so am Start, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich weiß nur, dass Michael Schumacher, da gab es doch mal so diese Szene, dass doch einer direkt über Michael Schumacher quasi drüber gerauscht ist. Weißt du, welche Szene ich meine? Ich glaube, dass das in Singapur war. Also es war noch zu Ferrari-Zeiten, wo Michael bei Ferrari war. Das war umgekehrt. Da ist der Michael auf den Jean-Éric Vergne draufgerast. Genau, da war es umgekehrt. Ja, drüber, wer war das? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Michael nochmal mit dem Mercedes auf den Jean-Éric Vergne aufgefahren ist. Und da ist aber auch nichts passiert. Was ich nur sagen will, aber wir haben aufmerksame Zuschauer, die erinnern sich bestimmt daran und werden uns das bestimmt auch gleich mal auch schreiben. Und bin sehr gespannt. Was ich nur eigentlich mit sagen wollte, ist, das ist ja auch der Reiz, Kai, da haben wir ja auch schon zahlreiche Male darüber gesprochen, das ist ja auch der Reiz entsprechend der Formel 1, diese Action letztlich, oder? Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also genau das, dass da ein gewisser Spannungsmoment ist. Keiner möchte, dass sich da jemand verletzt, aber ich glaube, die Zuschauer leben auch mit diesem Nervenkitzel, der da eben passiert, weil da alle 22 oder 20 Fahrer, je nachdem, wie viele es denn da gerade sind, dass die mit vollem Risiko zur Sache gehen bei einem stehenden Start. Sonst könnte man ja auch sagen, wir starten immer vom Safety Car, das ist auch sicherer. Nur, das ist natürlich auch bei weitem nicht so spannend wie ein stehender Start. Und trotzdem ist der Start auch ein Moment, wo immer wieder viele Crashs passieren und wo sich auch einer wehtun und verletzen kann. Aber dennoch wird deswegen nicht der stehende Start irgendwie verboten. Übrigens, das war Hockenheim 2001, da flog Luciano Burti über Michael drüber. Stimmt, der Brasilianer war es, ja, Burti. Ja, aber das ist doch auch, ich sag ja, wir haben sehr aufmerksame Zuschauer. Ja. Übrigens, weil du gerade meintest, weil du mich auf dem halben Format siehst, du kannst es bei Skype übrigens auch ändern, wenn du oben auf die Ansichten gehst, da kannst du auch die Perspektive dir einstellen, wie du das Bild sehen kannst. Also das nur schon mal so nebenbei. Frage auch mal, wir wollen ja heute mal ein paar Chatfragen auch mit reinnehmen, das ist am Montag ja leider ein bisschen untergegangen. Eine Frage auch mal an dich gerichtet, wo war jetzt diese Frage schon wieder? Genau. Was meint Kai, was der Grund ist, warum wir so lange keine Wiederholung vom Crash von Joe gesehen haben? So, ich versuche jetzt hier gerade erstmal den Bildschirm zu ändern, aber irgendwie passiert da mal gar nichts. Genau, jetzt, wenn keiner Technik rumferkelt, dann hängt das Bild erstmal. Jetzt habe ich, ja.
Hast du es jetzt? Sehr schön. Hast du die Frage? Ich gebe das zu, weil ich möchte nicht gerne wie bei der Addams Family nur mit einem Arm reden, sondern ich möchte den Menschen sehen, mit dem ich rede. Ich kenne zwar deine Stimme, Timo, aber ich möchte doch gerne sehen, was du da komplett anhast. Das gehört doch dazu. Und wie findest du es heute? Ich war heute Morgen noch beim Friseur. Ist gut? Du bist aber nicht drangekommen, oder? Nein, aber seriöses Outfit, weißes T-Shirt und Jackett geht immer. Gell? Wobei, ist es dir nicht aufgefallen am Montag? Ganz weiß, ohne Aufdruck, ne? Was steht da drauf? Was sieht man da? Ist egal, auf jeden Fall Gold. Auf jeden Fall Gold. Ich hab mir gedacht, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Aber was dir am Montag nicht aufgefallen ist, Kai, ich habe extra, weil ich mir dachte, ich brauche mal wieder neue Sackhose, habe ich mir am Montag ein neues geholt. Das ist irgendwie, hat weder bei dir noch bei Marc irgendwie am Montag Beachtung gefunden. Da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin aber, ja, ich konnte es ja nicht, weil ich nur den halben Bildschirm hatte. Ich habe dich in der Tat am Montag nicht gesehen, aber wir wollen jetzt unsere Motorsport-Fans, glaube ich, nicht mit dem Thema Mode überladen. Da könnten wir auch eine Stunde drüber reden, aber ich denke, deswegen haben die meisten sich nicht reingeklickt. Das können wir ja nächste Woche machen, dann sprechen wir mal über deine Mode. So die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre vielmehr in der Formel 1 gäbe es bestimmt auch einige, die da Bock drauf hätten. Eine Frage aus dem Chat, die vorhin kam, die hast du wahrscheinlich nicht gehört, was du meinst, was der Grund war, warum wir so lange keine Wiederholung von dem Crash von Quan Chi Chou gesehen haben. Weil die Regie erst ganz sicher gehen wollte, dass ihm auch wirklich nichts passiert ist, dass er okay ist. Die sind da etwas sensibel geworden in der Vergangenheit, dass, wenn man nicht ganz klar ist, wie schwer der Fahrer verletzt ist oder ob er schwer verletzt ist, dass man erst dann Bilder freigibt, wenn man im Grunde genommen Entwarnung geben kann. Denn wenn etwas Schlimmes passiert ist, dann wollen sie nicht und haben vielleicht auch Angst, dass es dann vielleicht zu brutal aussehen könnte und deswegen wollen sie es einfach nicht. Also eine Art vorsichtige Zensur in Sachen Gesundheit des Fahrers. Ein bisschen hat man das ein bisschen die Lehren draus gezogen aus dem Unfall von Romain Grosjean letztes Jahr? Das weiß ich nicht. Ich meine, im Endeffekt hat das ja auch nichts geschadet und das war ja nicht voyeuristisch. Also ich sag mal so, im Realtime sieht man ja wahrscheinlich schon, was da passiert. Ich bin dann auch der Meinung, wenn es so einen Unfall gibt, der ist sehr spektakulär, gerade bei Romain Grosjean war es auch ein Feuerunfall, die Leute gucken sich das an, aber man muss das ja nicht dann unbedingt, wenn sich da jemand schwer verletzt, dann, ich sag jetzt mal, eine verbrannte Hand in Nahaufnahme zeigen und in Zeitlupe. Das muss ja vielleicht nicht sein, wie so eine Hand am Feuer fängt. Aber dass man sich einfach mal den Auslöser anguckt, wie es zu dem Unfall kam, wie das passiert ist. Da bin ich schon der Meinung, da sollte man auch eine Zeitlupe anspielen, damit der Zuschauer auch weiß, aha, es ist passiert, weil Fahrer XY da was ausgelöst hat und Fahrer Y ist dann halt in die Mauer oder was auch immer. Das sollte man machen, aber Detailaufnahmen, die nur die voyeuristischen Instinkte befriedigen, die sollte man tunlichst vermeiden und weglassen. Das ist meine Meinung dazu. Es gibt ja auch auf Twitter ein Video, was kursiert und was schon ziemlich große Beachtung gefunden hat. Wir können uns das mal anschauen. Der Unfall aus der Perspektive eines Fans in direkter Nähe. Und da sieht man mal, wie heftig dieser... Wir können das mal kurz anhalten vielleicht. Nochmal... Genau, weil erstens hat Kai die Brille zuerst aufgezogen. Wir können uns das nochmal angucken. So, können wir das nochmal einspielen? Da sehen wir es auch nochmal. Also das ist beim Start und da sieht man es dann eben, der Zuschauer, den hört man auch. Ich bin mal ruhig. Hat man es auch also gehört? Ich hab ihn nicht gehört, aber ich bewundere auch die ruhige Hand, die er da hat, weil dieses Auto fliegt ja komplett auf ihn zu. Und er hat das komplett mitgenommen, also erstmal das. Und dann sieht es natürlich abenteuerlich aus. Wir haben da am Montag drüber geredet, da wollte ich nämlich auch nochmal einen Satz zu sagen. Das mache ich dann nämlich jetzt. So wie er da zwischendrin klemmte, ne, dass das, also zwischen dem Zaun und den Reifen, also das ist einfach brutal. Und da möchte ich nur mal darauf hinweisen, da sitzt ja ein Mensch drin. Und ich möchte nicht wissen, was dem in dem Moment da durch den Kopf geht. Denn erstmal hat er eine unglaubliche Geschwindigkeit gehabt und dann klemmt er da auch noch so ein, diese Hilflosigkeit, nicht allein da rauszukommen. Das ist einfach brutal und den Aspekt muss man einfach auch mal erwähnen, denn ich kenne eine ähnliche Szene, da ist Pascal Wehrlein damals in Monte Carlo und das war anders, da ist er nicht so schnell gefahren, aber der Wagen ist gekippt und er lehnte dann auch in einer ähnlichen Position senkrecht an der Bande
und sagte auch zu mir, das sah, ich habe mir die Bilder hinterher selber angeguckt, Zitat Pascal Wehrlein, es sah ja aus wie Slapstick, wie in einem lustigen Film, da klemmt der Fahrer an der Wand, hat hochkant eingepackt und kommt nicht mehr da raus, haha. Sagte aber, weißt du was, das ist so heiß geworden in dem Auto, der Motor wurde immer heißer und ich hatte echt Angst, ich fange da gleich Feuer, ich verbrenne mir da irgendwas. Es war einfach kochend heiß und ich war froh, als sie mich da endlich umgekippt haben und da rausgeholt haben. Und da möchte ich nicht denken in dem Vergleich, weil das war ja bei Pascal vergleichsweise harmlos. Er ist einfach hochgeklappt an der Wand und er kam da schon mit einem Salto Mortale, mehrfachen Überschlag, kam dann der Drew, kam dann da an und wurde dann noch, nachdem er durch die Luft geflogen ist und bei hoher Geschwindigkeit auch noch eingeklemmt. Also das muss ein absoluter Horror sein und ich hoffe, dass ihn das Ganze nicht traumatisiert. Ich wollte es gerade ansprechen, aber auch gerade dieses Bild, was wir gesehen haben, aus eigener Kraft hätte er sich da ja auch nicht befreien können. Und das, was du ja gerade schon angesprochen hast, wenn jetzt das Auto auch noch in Flammen aufgegangen wäre, dann wäre sein Schicksal in den Händen der Streckenposten gewesen, dass eben dann möglichst schnell auch so ein Feuer gelöscht wird. Wir sehen ja auch. Und auch die Zuschauer können ja nicht helfen, die dahinter stehen, das sehen. Die kommen ja über den Zaun nicht rüber. Die können ja auch nicht helfen. Also das ist das, mit dem ich mich da, oder wenn ich diese Bilder so sehe, wir haben sie ja Montag kurz thematisiert, dass du, ich weiß nicht, ob man nicht davon träumt, ich weiß nicht, ob du dann vielleicht jetzt nicht in Österreich, vielleicht die restlichen Rennen jetzt auch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr, wenn er dann wieder nach Silverstone kommt, ob du dann nicht irgendwie so diese, du siehst, das war die Stelle, da ist es passiert, kann mir das nochmal passieren? Ich weiß nicht, ob ich da so einfach so ohne weiteres wieder in ein Auto reinsteigen könnte und diese Bilder da nicht im Kopf da sind. Nein, also das ist eine Geschichte, das ist ja ein außergewöhnliches Ereignis, ein traumatisches Ereignis so oder so, weil ein Unfall ist nicht eingeplant, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Der passiert, zum einen ist der Ausgang natürlich entscheidend, der war zum Glück sehr positiv. Das ist das Gute daran, dass man weiß, das hilft, aber auf der anderen Seite war es doch so heftig, dieses Erlebnis und der Schreck, den er bekommen hat. Das Adrenalin wird ja hochgeschossen sein und das sorgt schon dafür, dass sich da was einbrennt. Nur ich glaube, dass da vor allen Dingen sich im Unterbewusstsein bei ihm was verhakt. Und dann kann er auch selber gar nicht beeinflussen, wann das irgendwann wieder mal rausbricht. Das kann ihm auch passieren, ich weiß es nicht, wenn er irgendwie an der Ampel steht im Straßenverkehr und hat eine ähnliche Temperatur wie an dem Tag oder hat gerade einen ähnlichen Gedanken wie an dem Tag, dann kann das plötzlich ausbrechen und er weiß gar nicht wie. Das lässt sich ja nicht planen und auch nicht verhindern. Also, dass sowas irgendwann wieder hochkommt, da bin ich fest von überzeugt, dass das ein Trauma ist. Nur, das kann man sich nie aussuchen, das ist kein Wunschkonzert. Und das ist auch nicht gesagt, dass das ausgerechnet Silverstone ist, denn da kommt er ja vorbereitet hin und wird schon in den Vortagen, wird er schon jeden Tag immer wieder über den Unfall reden und wird dann den da mit Sicherheit, gerade beim nächsten Mal in Silverstone, deswegen auch verbal abgearbeitet haben. Und deswegen glaube ich, dass gerade da der Gedanke eben nicht unbedingt hochkommt. Aber da, wenn er gar nicht dran denkt und vermeintlich ruhig ist, dann spült das Unterbewusstsein ja manchmal Dinge hoch, die einem sehr ungesund vorkommen. Das kennt man ja, wenn Menschen einfach traumatisiert sind. Und warum soll das bei einem Formel-1-Fahrer dann anders sein? Ja, vor allen Dingen kommt es ja dann meistens hoch, wenn du es nicht richtig verarbeitet hast. Deswegen glaube ich, ist es ja für ihn ja auch wichtig, dass er darüber spricht, viel darüber spricht, das einfach verarbeitet, weil dann hast du dieses Unterbewusstsein, was es dann irgendwann wieder nach oben spült. Wir haben eine Frage aus dem Chat von Silvana. Frage an Kai. Erinnert der Unfall von Joe nicht an Petro Diniz am Nürburgring 1999? Damals übrigens auch in einem Sauber. Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt erstmal nicht dran gedacht. Also da war ich jetzt, also wenn man sowas sieht, dann ist der erste Gang so bei mir dann erstmal immer nur, geht alles gut, kommt er da heil da raus. Und da hatte ich aber eher auch noch den Boti dann. Und dann war es auch, glaube ich, wer war es nochmal, auf der Geraden in Monza, ich weiß das ja nicht mehr, ich glaube Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi ist auch mal so kopfüber geflogen. Also mir fallen dann immer diese Autos ein, die über das Hinterrad eines Vordermannes aufgestiegen sind und sich in der Luft gedreht haben und dann quasi, ja nicht im Gegenverkehr, aber mit dem Kopf nach unten wie auf einem Kirmesgerät dann über die anderen hinweggeflogen sind. Oder auch ein Rubens Barrichello in Imola, der dann Imola 94, der dann am Freitag im freien Training
auch auf halber Höhe in die Leitplanke geknallt ist, allerdings nicht kopfüber, aber auch sehr lange durch die Luft gesegelt. Also das sind so die Dinger, die bei mir dann spontan in den Kopf gekommen sind. Aber den Pedro Diniz, den hatte ich da gar nicht mehr auf der Rechnung, muss ich ehrlich zugeben. Wir sprechen ja nicht nur über den eigentlichen Unfall von Quan Chi Chou, sondern halt eben auch über das Halo und über einen Punkt, über den wir am Montag auch noch gar nicht gesprochen haben, nämlich über den sogenannten Überrollbügel. Dazu kommen wir aber gleich. Blicken erstmal auf das Statement von George Russell, der ja wirklich sofort ausgestiegen war. Und wir haben dieses Bild ja auch nochmal da, glaube ich, wie George Russell da aus dem Auto ausgestiegen war. Da haben wir es nochmal und wirklich sofort nach ihm gesehen hat. Er hat nach dem Rennen Folgendes gesagt: Die Position, in der er feststeckte, war fürchterlich. Er hätte nichts tun können. Wir müssen überlegen, wie wir es verhindern können, dass sein Auto in solch einer kleinen Lücke hängt. Den Platz zwischen der Barriere und dem Zaun, er hing da einfach fest. Es gab kein Entkommen. Das ist etwas, aus dem wir lernen müssen. Frage, Kai, müssen wir wirklich daraus lernen? Wir lernen, wenn etwas wirklich so passiert ist. Weil vorher wäre ja im Traum keiner drauf gekommen. Da hätten ja alle gesagt, Mensch, der Raum zwischen dem Zaun und dem Dings, der ist so knapp bemessen, da wird ja niemals ein Auto zwischenklemmen. Das hätte sich ja gar keiner vorstellen können. Also es gibt immer diese einmaligen Dinge, die passieren, wo man sagt, nee, kann eigentlich nicht. Und erst wenn es dann passiert ist, kommt man drauf, da muss man auch was gegen tun. Das ist dann eine sogenannte Affekthandlung. Ich erinnere da an den Zwischenfall, als ein Streckenposten in Monza ums Leben gekommen ist, weil ihn ein Reifen am Kopf getroffen hat. Ich glaube, Ghislimberti hieß der Streckenposten. Und das war das Vorder- oder Rückgrat von Williams von Jacques Villeneuve oder vom BAR. Ich weiß gar nicht mehr, wo er zu dem Zeitpunkt gefahren ist. Aber es war das Auto von Jacques Villeneuve. Und da ist der Reifen ist durch eine Öffnung im Zaun gegangen, wo er nur in einem gewissen Winkel genau durchpasste. Also das ist im Prinzip so, und das muss man sich vorstellen. Und dagegen kann man nicht gegen alles machtlos sein und alles absichern. Es ist so, als wenn du jetzt versuchst, aus 5 Metern ein 2-Euro-Stück in ein Sparschwein zu werfen. Das 2-Euro-Stück passt genau in das Sparschwein rein. Aber dass du aus 5 Metern das Ding triffst, das machst du doch 100 Mal und du wirst nicht treffen. Und in dem Fall hat das 5-Mark-Stück gepasst. Also ich meine jetzt diesen Reifen. Das muss man sich angucken, den Reifen und das Loch in dem Zaun damals. Der ging einfach genau da durch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Und ähnlich ist es, versuch mal, sag mal einem Stuntman, probier bitte hier abzuheben und dann genau zwischen Zaun und Balustrade und der Barriere zu landen. Es wird nicht nochmal gelingen. Und deswegen ist diese Diskussion auch ein bisschen müßig. Und deswegen sage ich immer, man kann diese 100%ige Sicherheit nicht schaffen, weil man eben nicht alle Eventualitäten 100% vorhersehen kann. Es sei denn, man ist Erik-Jan Hannussen, der Hellseher. Aber wenn wir jetzt dieses Bild uns anschauen, welche Lehren, oder muss man jetzt Lehren daraus ziehen? Muss man da jetzt Veränderungen vornehmen? Jetzt gerade für Silverstone. Und gibt es auch andere Strecken, wo es auch solche, ich sag mal, solche Szenen geben könnte? Also sprich, wo sowas passieren könnte. Gibt es eine vergleichbare Strecke? Also wenn du dir anguckst, die Rennstrecken, wie groß die im Durchmesser sind, wie lang. Wir reden da ja nicht von einem Boxring, der ein paar Meter im Quadrat ist, sondern wir reden da von riesengroßen Arealen. Und die jetzt 100%ig komplett sicher zu machen, das ist das, was ich sage. Okay, vielleicht gibt es jetzt die Sicherheitskommission, die wird das probieren. Man kann versuchen, alles so sicher wie möglich zu machen. Aber ich bin mir sicher, man kann nicht das ganze Ding mit Schaumstoff ausstatten. Denn das müsste man, dass gar nichts mehr passiert. Die komplette Strecke. Oder man fährt auf den Parkplatz, stellt in der Mitte eine Pylone und einen Riesenplatz nach außen, in gar keine Barrieren, alles frei. Und alle fahren da immer im Kreis rum. Aber auch dann können sich Autos noch berühren. Und bei der Berührung kann man sich wehtun und verletzen. Ich halte es für ganz, ganz schwer, dass man alle Eventualitäten ausschließt. Das will ich damit nur sagen. Man soll das immer wieder hinterfragen und auch tatsächlich überlegen, wie kann man das vermeiden. Aber ich sage nur, dann kommt irgendwann wieder ein neuer Unfall und man wird sehen, oh, da hätte man auch noch was tun können. Ich weiß nicht, wie man eine 100%ige Sicherheit erreichen will. Es ist so, als wenn man keine Unfälle mehr auf der Autobahn haben möchte. Das funktioniert leider so auch nicht. Es wird, auch wenn wir darüber reden und sagen, wir passen alle mehr auf, wird es morgen wieder irgendwo auf der Autobahn einen Unfall geben. Ich habe gerade schon währenddessen so ein bisschen überlegt, Reifenstapel hinmachen wahrscheinlich wird auch nicht sonderlich viel bringen. Irgendwie eine Betonmauer dahin machen, würde wahrscheinlich einen größeren Schaden anrichten. Gäbe es überhaupt irgendwie eine brauchbare Alternative? Ja, wenn vielleicht mit den Reifen auffüllen. Aber wir müssen das ja jetzt nicht in Extended so durchsprechen. Das werden die Experten schon machen. Also wenn man vielleicht keine Lücke lässt und dann sagt, zwischen Barriere
komplett Reifen bis zum Zuschauerzaun. Aber wer weiß, vielleicht tippt er sonst einmal, weiß ich auch nicht, vielleicht hebt das Auto nächstes Mal so blöd ab, tippt einmal auf den Reifen auf, kriegt dadurch noch so einen Trampolineffekt und hüpft dann in die Zuschauer und dann gerade uns Gott. Also ich möchte nicht, dass da auch noch was passiert, weil die da Auto fahren, die haben da was unterschrieben und wissen, wie gefährlich das ist, kennen all die Risiken und machen das freiwillig. Aber die hinterm Zaun sind, die möchten keinen Reifen an den Kopf kriegen und da muss man die Zäune vielleicht auch noch 10 Meter höher machen. Ich weiß es nicht. Man kann ja wenigstens aber auch froh sein, dass diese Zäune überhaupt auch so stabil sind, dass es das auch ausgehalten hat. Also ich glaube, das sind ja die Zäune, die werden, glaube ich, in der Schweiz extra für die Formel 1 angefertigt, soweit ich informiert bin. Und wenn es jetzt irgendwie, ich nenne es mal nur so ein Proforma-Zaun gewesen wäre, der nichts aushält, was natürlich nicht der Fall gewesen wäre, aber mal angenommen, wenn, wie viele Menschen dabei zu Schaden gekommen wäre. Also da wäre ja noch ein ganzer Rattenschwanz noch mit dazugekommen. Lass uns mal über das Halo an sich sprechen. Es gab vergleichbare Fälle, wo das Halo auch sehr nützlich war. 2018 gab es nämlich bei Charles Leclerc in Spa diesen Startunfall und hat ihn da geschützt. 2020 eben Romain Grosjean bei dem fürchterlichen Feuercrash. 2021, letztes Jahr eben, diese Szene zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, wo Verstappen aufgebockt war, wo dann Hamilton sich ja hinterher noch so beschwert hat, dass, glaube ich, Verstappen einfach nur so vorbeigelaufen ist, ohne irgendwie so groß nach ihm zu schauen. Wenn man vom Halo spricht, heißt ja auf Deutsch Heiligenschein, habe ich noch gar nicht gewusst, muss man by the way sagen. Jetzt aber gibt es ja auch, wir haben ein Bild von diesem sogenannten Überrollbügel. Da haben wir mal ein vergleichbares Bild diesbezüglich. Den hat es aber bei Quanju Zhou ordentlich ausradiert, obwohl es eigentlich den Sicherheitscheck passiert hat. Wie kann sowas sein, dass dieser Überrollbügel bricht? Das ist eine Frage, die an den Konstrukteur geht oder in dem Fall an das Team oder an den Hersteller, der für das Team diesen Überrollbügel fertigt. Da kann ich nur gar nichts zu sagen. Aber das darf ja eigentlich nicht sein. Also im Endeffekt, wenn man sich diese Bilder anschaut, dass da dieser Überrollbügel wie so von Also darf immer nicht sein. Es darf auch bei Grosjean nicht sein, dass der in Bahrain die Barriere durchfährt, dass die Barriere kaputt geht und der Wagen aufgeschlitzt wird. Das darf auch nicht sein. Da muss auch so eine Leitplanke muss dem ja standhalten. Der Zaun hat ja besser gehalten als die Leitplanke in Bahrain, der Zaun jetzt hier in Silverstone. Also das ist einfach eine Materialfrage und das Material muss so stabil sein, dass es hält. Dafür gibt es diese Prüfung, diese Tests und wenn er nicht gehalten hat, dann weiß ich nicht, da wird es ja auch Untersuchungen geben und da wird es Verantwortliche geben und das werden wir dann erfahren. Also wenn da einer am Material gefuscht hat oder das Auto einfach schlecht zusammengebaut worden ist, dann wird man die Verantwortlichen schon zur Rechenschaft ziehen. Nur es wäre ja spekulativ, wenn ich jetzt darüber rede und sage, wir müssen jetzt erstmal in der Formel 1 alle Überrollbügel ändern. Aber glaubst du, dass jetzt generell das alles nochmal auf den Prüfstand kommt, also was jetzt die Halos anbrennt, dieser Überrollbügel, dass man da wirklich schaut, okay, wir haben gesehen, in Silverstone ist es gebrochen, ist es ausradiert gewesen, das darf nicht passieren, jetzt wird alles nochmal genauestens unter die Lupe genommen? Natürlich wird man den Unfall untersuchen und dann wird man sehen, ob das jetzt ein Einzelfall war oder ob das eine dauernde Materialschwäche ist, aber der Halo hat ja offensichtlich einen guten Job gemacht. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat, das ist eher, ich weiß nicht, ob das, ich stelle sie einfach mal. Marc hat letztens gesagt, die Reaktion von Russell wäre ganz normal. Ich habe mich dann gefragt, wäre Hamilton da ausgestiegen, wenn er weiß, dass er damit sein Rennen beendet? Auch die Frage geht selbstverständlich an Lewis Hamilton. Ne? Und nicht, das kann ich nicht sagen. Also ich erinnere an den Feuerunfall Niki Lauda am Nürburgring. Da ist auch ein Striezelstuck, ist da ausgestiegen und hat wie wild alles abgewunken, alle angehalten auf der Strecke, weil er gesehen hat, da ist ein Feuerunfall. Da wusste er auch noch nicht, was passiert ist, wie schlimm das Ganze ist, aber er hat sofort reagiert. Ich glaube auch, das ist menschlich. Wenn man sowas sieht, vergiss mal alles andere, dann geht es auch nicht mehr um Sport. Dann ist die erste menschliche Reaktion, Mensch, hoffentlich, es sah aber schlimm aus, hoffentlich ist dem Kerl nichts passiert und wie kann ich helfen? Da wird jeder erstmal zum Ersthelfer, wäre jetzt meine Vermutung. Und trotzdem kann das nur jeder für sich selber beantworten, ob er ausgestiegen wäre oder ob er dran vorbeigefahren wäre. Das ist eine Frage, die muss sich jeder selber stellen.
Ja, wobei ich das auch so ein bisschen als dezente Unterstellung empfinde, dass man Lewis Hamilton quasi unterstellt, er würde bei so einem Unfall einfach weiterfahren und da auf sein Rennen eher achten wie auf das Leben eines Menschen. Also das halte ich absolut für nicht gegeben. Also ich glaube, da sind sich alle einig. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.